Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es um einen neuen Controller. Das hier ist mein alter SCUF. Habe ich schon mal ein Unboxing drüber gemacht. Leider habe ich mit SCUF, naja, es muss nicht unbedingt an der Firma SCUF liegen, aber schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass das Innenleben eines solchen Analogs sehr, sehr leidet. Ihr kennt das bei Shooterspielen. Ihr drückt den Analog rein, damit ihr rennen könnt. Und diese Mechanik, das ist so ein kleiner Würfel, die ist sehr, sehr anfällig. Irgendwann nach ein paar Monaten, wenn ihr wirklich Hardcore-Zocker seid, leidet diese Mechanik und ihr könnt nicht mehr richtig rennen. Ihr fangt an zu rennen, dann stoppt ihr sofort wieder. So, das ist jetzt mein zweiter SCUF, den ich leider auf diese Weise verliere. Deswegen habe ich mir von der Firma Aim Controllers, das ist eine Firma aus Polen, einen Controller bestellt. Auf Empfehlung von meinem Stammmate Schweini, der hat nämlich auch so einen Controller und hat sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Technik dieselbe sein wird. Na, ich werde... Meine Fresse, das Cuttermesser ist aber schwerfällig. Ich werde das Paket jetzt mal öffnen. Ich habe mir den Controller noch nicht angeschaut. Natürlich weiß ich, wie er aussieht. Ich habe mir schließlich individuell, ich glaube sogar in der High-End-Variante, individualisiert zusammengestellt. Also jetzt muss ich mal gucken. Komm mal raus hier. Wow, ein kleines Weihnachtspräsent. Eine Zuckerstange. Ist es nicht putzig? So, was haben wir hier noch? Ein Putztuch von Aiming Controller. Ein Fetzen. Was ist das? Danke für deinen Einkauf. Wir sind froh, dich als Kunde zu haben. Aus diesem Grund erhältst du von uns 10% Rabattcode. Den verrate ich jetzt nicht. So sieht das Scheinchen aus. Den Rabattcode muss ja keiner mitkriegen. So sieht die Verpackung aus. Sieht schon mal ultra nice aus. Ich hoffe, dass die Belichtung relativ gut ist. Das ist natürlich nicht die Farbe meines Controllers. Dann haben wir hier die Rückseite. Dann machen wir das tolle Gerät mal auf. Und ich möchte natürlich auch gleich noch eine Runde in Apex Legends testen. Oh mein Gott, sieht ja geil aus. Oh, bitte fall jetzt nicht aus der Verpackung. Da ist er. Alter, sieht der geil aus. Sieht natürlich meinem alten SCUF relativ ähnlich. Ich kann euch vorher mal sagen, warum ich überhaupt vorher einen SCUF gehabt habe. Ne, warte, vorher. Ich kann gerade gar nicht. Ich muss erst einmal... Oh, die sind sogar aus Metall, die Knöpfe. Schaut euch diesen Controller doch mal an. Der sieht ja geil aus. Das ist so eine Orange-Schwarz-Mischung. Diese Knöpfe sind quasi der hintere Teil... einer Patrone, quasi da, wo der Bolzen aufschlägt, keine Ahnung, wie das Ding sich nennt. Ich versuche das mal so nah wie möglich heranzumachen. Na, das funktioniert leider nicht so. Auf jeden Fall von so einer Patrone. So, das ist die hintere Ansicht. Hier gibt es auch vier Pedals. Oh, der Sound. Der Sound ist ja richtig geil. Hört mal den Sound von meinem SCUF. Extrem laut. Die meisten Stammzuschauer unter euch, die kennen es, wenn ich streame und zocke. Die Pedals hört man meistens. Ich kriege diesen Sound nicht richtig unterdrückt bei meinem Mikro. Das hängt direkt hier so. Und deswegen hört man das. Und das ist doch dezent. Das klingt ja richtig geil. So, Rückseite. Das ist die Besonderheit an der Rückseite. Du kannst den in einer günstigeren Variante dir zusammenstellen. Da kannst du dir aber die Knöpfe nicht individuell einstellen. Also ich werde hier standardmäßig auf dieser Seite... Also quasi auf der linken Seite mit den Schultertasten die Sprungtaste haben, um beim Zocken springen zu können. Wenn dir das aber nicht so gefällt, und willst du es vielleicht auf der anderen Seite haben oder auf einem anderen Knopf und du die günstigere Variante zusammenstellst, dann musst du damit leben, dass die Knöpfe so voreingestellt sind, wie sie sind. In der teureren Variante kannst du dir das selber als Setup einstellen, wo du welchen Knopf haben möchtest. So, des Weiteren eine Besonderheit. Natürlich wieder im rechten, natürlich auch hier Spiegelverkehr, das ist immer recht bescheiden. Die rechte Seite ist wieder ein erhöhter Analogstick, wie ich es damals auch bei dem SCUF schon hatte. Um einfach ein bisschen sensibler zu aimen, um einfacher, beziehungsweise was heißt einfacher, ja, um etwas genauer auf dem Gegner zu zielen. Was haben wir noch als Besonderheit? Ach so, ja. Ihr merkt selber. Das ist die Anvisiertaste L2 und das ist die rechte Taste zum Schießen. Ich hatte meinem allerersten SCUF, zeige ich auch noch. Ist mir jetzt egal, ob ich das Video ein bisschen in die Länge ziehe. Das ist mein allererster SCUF, der hat nach einem halben Jahr leider schon Geist aufgegeben. Da habe ich auch so eine Triggerstops drin gehabt. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht.
Sorry, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Hier ist der Weg vorbei beim Aim. Also man muss echt extrem weit reindrücken. Bei meinem zweiten Scuff habe ich darauf verzichtet. Also das ist mein erster Scuff. Hier ist der Trigger-Stop. Und bei dem Aim-Controller ist das noch geiler. Der Weg ist extrem gering. Das heißt, die Waffe reagiert ein Stück weit schneller. Ihr könnt schneller rumballern. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten? Ach so, ja, dann habe ich hier noch Gamer. Moment, was ist das hier? Dann habe ich hier noch Gamer Grip so ein bisschen. Sieht man das? Ja, so sieht man es ein bisschen besser. Ihr seht hier so ein bisschen Gamer Grip, dass man ein bisschen weniger doll bei schwitzigen Händen von dem Controller abrutscht. Habe ich schon erwähnt, warum es diesmal der geworden ist. Mal abgesehen davon, dass ich hoffe, dass hier die Technik nicht so schnell versagt. Das ist nämlich die Besonderheit beim Scuff Impact. Gibt es auch verschiedene Varianten. Vielleicht seht ihr es. Der Scuff Impact ist ein bisschen größer und ähnelt mehr dem Xbox One Controller. Ich habe sehr, sehr lange Finger. Und dadurch fühlt sich für den Scuff Impact eigentlich angenehmer für meine Finger und auch die Pedals zu bedienen. Und wie gesagt, also mein Kumpel Schweini hat mir empfohlen, hol dir einen Aim-Controller. Hier ist auch der Support besser und ich glaube, du hast hier, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau, lebenslange Wartungsgarantie. Also so genau kann ich es euch nicht sagen. Auf jeden Fall hört man das. Die Pedals fühlen sich echt angenehm an. Deutlich einfacher zu drücken als beim Scuff. Noch irgendwelche Besonderheiten? Das ist halt ein verdammt teurer Controller. Ach so, jetzt muss ich mal gucken. Ich schließe den Controller mal kurz an, damit man das erkennt. Moment. PlayStation anschmeißen. Denn es gibt eine Besonderheit. Ihr kennt ja hier, wenn ihr einen Controller anmacht, zack, dann leuchtet hier diese Leiste. Und bei Aiming-Controller könnt ihr was richtig Geiles einstellen. Oh, da leuchtet es schon. So, funktioniert auch. Moment. Das ist aber dunkel. Erkennt man das? Moment, ich muss erst mal hier. Er ist noch nicht ganz. Er ist noch nicht ganz synchronisiert. Controller nochmal an. Kollege, mach mich nicht schwach. Jetzt. Okay, ich muss das Kabel leider dran lassen, weil der Controller ist komplett leer. So, zieht euch das mal rein. Mein Gamer-Schriftzug. Kostet natürlich auch nochmal ordentlich mehr. Ich kann euch das in Zahlen gar nicht sagen, wie viel das mehr kostet, wenn ihr so einen Schriftzug hier rein. Das ist nur eine Spielerei, das macht den Controller nicht besser, aber ein bisschen individueller, was auch geil ist. Ich hätte jetzt hier theoretisch, ihr kennt mein Controller-Logo von meinem Kanal. Ihr könnt jetzt hier theoretisch hier noch einen Schriftzug reinmachen. Hier könnte ich theoretisch mein Gamer-Logo drauf machen. Alles so eine Faxen. Du bist aber locker bei 200 Euro für so einen Controller. Ist echt eine Menge Asche. Das Kabel ist echt viel zu, ne, kurz ist es nicht. Okay, gibt es ja sonst noch irgendwas? Ein Ladekabel ist hier sonst nicht dabei. Ich würde sagen, über den Controller habe ich jetzt alles gesagt. Ich teste jetzt meine allererste Runde mit diesem absolut wunderschönen Controller. Ich zocke Apex Legends, meine Stammzuschauer wissen das. Da ist gerade ein Winter-Event, da teste ich den Controller mal. Dann gibt es ein kurzes Feedback und das war's. Okay Leute, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, doch kein Gameplay reinzuschneiden, weil man, also wenn man den Scuff Impact gewohnt ist für wirklich große oder lange Finger, braucht man eine Weile, um sich wieder an eine normale Standardgröße eines PS4-Controllers zu gewöhnen. Der fühlt sich auf jeden Fall mega, mega geil an. Gerade diese Pedals sind mega cool. Mein Problem ist einfach, wenn ich jetzt diesen Controller bediene mit den Pedals, bediene ich gerade die wichtigste Taste, die Sprungtaste, mit meiner Fingerspitze. Bei diesen Pedals ist es einfach so, eben weil der kleiner ist, drücke ich quasi mit diesem Teil des Fingers die Pedals. Das ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Genau deswegen schneide ich jetzt auch kein Gameplay rein, weil ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen, ich brauche sicherlich jetzt erstmal ein paar Gameplay-Stunden, um hier mit dem Controller richtig sauber klarzukommen. Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, der Triggerstopp ist extrem geil. Gerade wenn du Waffen mit Fireburst-Modus oder Einzelfeuer-Modus schießt. Du merkst es hier, wenn du keinen Triggerstopp drin hast. Aus Macht der Gewohnheit und in der Hektik drückst du den Knopf sowieso komplett rein.
Das macht sich, ich habe es getestet, mit Einzelschusswaffen wie der Flatline oder der P2020 in Apex Legends. Du kannst so schnell triggern, das ist der absolute Wahnsinn. Auch das Aimen ist angenehmer, wenn du nicht so weit reindrücken musst. Wie gesagt, das Einzige, wo ich jetzt wirklich mich noch dran gewöhnen muss, sind die Pedals, die sich wirklich mega cool anfühlen. Was mich ein bisschen stört, das ist aber auch wirklich das einzige Manko an dem Controller. Bei dem SCUF-Controller ist es so, dass die Thumbsticks eine leichte Gummibeschichtung haben. Dadurch, wenn du Schwitzhände hast, und das geht bei mir mega schnell, du rutscht von dem Analogstick nicht so ab. Das ist ein Manko bei diesen Controllern. Ich habe gerade mal 10 Minuten mich getestet. Das ist voll Plastik. Der ist zwar ein bisschen so gerippt, dass man ein bisschen mehr Grip hat. Aber meiner Meinung nach müsste diese Oberfläche aus Gummi sein. Du musst ja ständig deine Daumenspitze abwischen, damit du hier nicht so abrutscht. Ansonsten, ich denke aber, das ist auch eine Sache, an die man sich gewöhnen kann. Ansonsten kann man sich, es gibt ja so verschiedene Aufsätze für ein paar Euros bei Amazon aus Gummi. Die sind dann auch so genoppt. Nein, ist keine Kondomwerbung. Die sind ein bisschen genoppt, dadurch rutschst du weniger ab. Ist keine schlechte Sache. Ich finde es aber ohne diese lästigen Aufsätze deutlich besser. Eine feine Sache. Ich denke, ich kann diesen Controller jedem nur empfehlen. Die Optik ist einfach der absolute Wahnsinn. Das soll es jetzt von meinem Unboxing, eher weniger ein Review-Video, soll es das gewesen sein. Ich wünsche allen, die das Video jetzt relativ zeitnah nach Erscheinen schauen, einen schönen vierten Advent, schöne Weihnachten, guten Rutsch, wenn wir uns nicht nochmal hören, lesen oder sonst was. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.